Danke, Frau Vizepräsidentin, Hoher Tiroler Landtag. Ja, zu unserem Antrag Tagesordnungspunkt 60, Verkehrsgipfel Aachensee und Region Zillertal. Ich glaube, die Verkehrssituation im Zillertal, am Aachensee, auch in Wiesing, ist verheerend und jedem da im Tiroler Landtag bekannt. Die Bevölkerung wird massiv in ihrer Lebensqualität eingeschränkt. Sie können teilweise am Wochenende das Dorf nicht mehr verlassen, im Dorf sich auch nicht mehr bewegen. Besuche können sie auch nicht empfangen. Die, was am Wochenende arbeiten müssen, haben auch Probleme, zu ihrer Arbeit zu kommen, müssen das planen. Und auch Einsatzkräfte haben immer wieder Probleme, zum Einsatzort hinzukommen. Der Reiseverkehr ist somit eine Belastung und eine Gefahr für die Bevölkerung. Ich will jetzt da überhaupt kein Touristen- und Urlauber-Bashing machen, überhaupt nicht. Wir brauchen einen Tourismus, der ist auch wichtig für uns. Aber es kann halt nicht sein, dass die eigene Bevölkerung darunter leidet. Was wollen wir Freiheitliche mit unserem Antrag? Es gibt viele Probleme und Ursachen zu der Verkehrssituation, zu dem Verkehrsproblem. Jeder sieht das ein bisschen anders. Wir wollten alle an einen Tisch holen. Das Land, Bund, die BH, die ASFINAG, VVD, ÖBB, die Bevölkerung, Tourismus, unsere bayerischen Kollegen. Wir wollten an diesem Tisch über die Probleme diskutieren, die Ursachen dafür definieren, finden und Lösungsansätze im Interesse aller finden und das natürlich in ein Gesamtkonzept eingießen. Es gibt ja schon Einzellösungen, es gibt Ideen für gewisse Lösungen, manche machen mehr Sinn, manche weniger Sinn. Es gibt zum Beispiel diese Dosierampel am Aachensee oben. Meiner Meinung nach ist die gut gemeint, aber schlecht getroffen, dass sie eine gewisse Entlastung bringt. Das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Meiner Meinung nach ist der Standort schlecht gewählt und auch das Hinweismanagement auf der deutschen Seite ist auch nicht sehr gut gewählt. Ja, das passt. Ich sage allein, jetzt der Standort ist aus meiner Sicht schlecht gewählt. Es soll evaluiert werden nach diesem Wochenende und dann kommt man vielleicht zu dem Schluss, dass sie am Zollhaus besser platziert wäre. Aber aktuell ist der Standort meiner Meinung nach schlecht gewählt, weil dadurch die Aachenwalder eigentlich den ganzen Stau abbekommen. Die Ampel als Einzellösung spricht meiner Meinung nach für unseren Antrag, für den geplanten Gipfel und das Gesamtkonzept, was daraus resultieren soll als Aktionsplan. Die Ampel als Einzellösung wäre das Problem oder generell Einzellösungen werden das Problem nicht lösen. Das Problem wird leider verschoben, in dem Fall heute auf bayerische Seite oder nach Aachenwald. Kein einziges Auto fährt deswegen weniger über den Aachenpass. Einzellösungen sind meiner Meinung nach nicht der Weisheit letzter Schluss. So heißt es, es braucht ein Gesamtkonzept, was eben aus diesem Gipfel herauskommen sollte, aus diesem Verkehrsgipfel. Weiters wäre der Verkehrsgipfel ein Signal an die Bevölkerung, dass es uns ernst ist. Es brennt der Hut. Jetzt gibt es den Abänderungsantrag von ÖVP und SPÖ. Er klingt zwar nett, aber meiner Meinung nach wird das Thema dabei untergehen. Das Problem wird dabei untergehen, beziehungsweise es wird weitergemacht wie bisher. Business as usual. Mit dem Gipfel wollte das Thema und vor allem auch das Problem in den Fokus rücken. Die Bevölkerung ist wirklich sauer, sie fühlen sich im Stich gelassen und mit dem Abänderungsantrag tätze es das auch. Und deshalb lehnen wir diesen entschieden ab. Das Thema wird in einen Topf geworfen mit anderen Verkehrsproblemen und somit von der Bildfläche verdrängt. Nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Aber eben nicht für die Bevölkerung, die müssen weiter leiden, die werden weiter in ihrem Leben eingeschränkt, beschränkt, aber sicherlich nicht mit uns, deshalb gibt es dazu keine Zustimmung.